Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Thunder. Wir machen heute ein bisschen weiter mit dem China Tech Tree, der 5.0er. Und mit dabei haben wir zwei neue Fahrzeuge, die ZSD63 PG87. Also wenn das nicht wie Öl im Haar klingt, dann weiß ich auch nicht. Ich mag die, habe damit ein paar gute Runden schon gemacht, hat mir bisher immer ganz, ganz gut gefallen. Objekt 211 ist auch mit neu von der Partie, ist halt eigentlich so dieses... Weiß ich jetzt gar nicht, wie der ähnliche, den ich habe, PT-76. Ich vermute mal, es ist sogar dieselbe Wanne. Hallo, Spiel, danke. Ja, die sieht halt ein bisschen gebrauchter halt aus, ne? Aber okay. Dann haben wir den altbekannten T34, so ein super Allrounder, finde ich. Ich mag die T34s, die sind immer top. Der M24, Klassiker. Und ja, die I-153 und die... Gucken wir mal, was mit Luftunterstützung, denn da fehlt noch ein bisschen was, dass wir ein vernünftiges Erdkampfflugzeug haben. Kriegen wir alles hin. Noch ganz nebenbei etwas in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe jetzt mittlerweile auch endlich mal einen Discord, nachdem ja schon so viele nachgefragt haben. Und wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich das in der Videobeschreibung und ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, denn naja, ich kenne mich ganz gut, was sowas angeht. So, ne? Das sind so Sachen, die ich dann halt mal... Ja, reden wir nicht drüber. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal drauf reinschaltet, wenn ihr euch dort ansiedelt und wir uns dort über den Weg laufen. Würde ich ganz cool finden. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns im Gefecht. Okay, willkommen in den Ardennen. Ich würde mal sagen, mit dem Objekt können wir eigentlich anfangen. Und hier die A-Linie entlangfahren. Oder Richtung... Ah, wir gucken mal. Ich fahre einfach mal drauf los. Mal gucken, was passiert. Ich würde mich gerne so ein paar Kill-Assists. Ich brauche 5 Abschusshilfen. Das geht ja mit so einem Aufklärer eigentlich immer ganz gut. Vorausgesetzt, man klärt was auf. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Sound hört, aber achtet mal gleich drauf und sagt mir bitte, dass der klingt wie ein Rasenmäher. Oder nicht. Ich finde, das Ding klingt wie so ein Rasenmäher. Vielleicht ist ja auch ein Rasenmähermotor drin. Etwas größerer. Oh. Ups. Entschuldigung. Da habe ich eine Schisse hin. So, ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was sehe, ohne direkt gleich abgeschossen zu werden. Das passiert mir immer ganz gerne. Die Turmdrehgeschwindigkeit könnte ruhig etwas schneller sein. Er ist zwar nicht ausgebaut, weil so lange habe ich den jetzt noch nicht. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Wir hatten das Haus hier hingestellt. Das sieht aus wie ein Panzer, oder? Was ist keiner? Huch. Das war einer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, das ist ein Breda-Ding, ne? Ja, cool. Den will ich auch noch freischalten. Ich mag ja solche Fahrzeuge. Aber da fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen was an Punkten. Und da ich mich nie so richtig auf... Ha! Ah! Verdammte Axt, ey, da war noch einer. Na egal, zwei haben wir erwischt. Konzept C, ich glaube, der lauteste Panzer im Spiel. Nein, keine Ahnung. Was wollen wir gerade sagen? Augen auf die Karte. Ja, dadurch, dass ich immer sehr viele unterschiedliche Nationen auf einmal spiele, also ich konzentriere mich da nicht großartig auf etwas, immer darauf, wo ich Bock habe, ne, dauert das natürlich dann, bis ich dann gewisse Fraktionen oder was zum freigeschaltet habe. Oder halt mangels Geld.
Ne? Manche Sachen habe ich dann schon freigeschaltet, aber es fehlt halt das Geld. Und da ich erst... Ich habe, glaube ich, dreimal die... Ja, ich habe dreimal in der Truhe eine Million drin gehabt. Und jedes Mal sofort ausgegeben. Also so eine Million ist in diesem Spiel halt nicht sehr viel. Und ich habe sogar 2 Millionen innerhalb von 2 Wochen bekommen. Und die waren sofort weg. Wie kann das eigentlich sein, dass sie C einnehmen? Und warum sind alle unsere Leute bei B? Was ist denn da los? Jetzt liegt das an mir, oder was? Ich habe ein bisschen Angst. Ich kann mit so viel Druck nicht umgehen. Ey, hast du mich nicht vorhin platt gemacht? Rache! Jawohl. Erstmal den Stützpunktverteidiger rausholen. Oh. Ich muss echt aufpassen, wo ich lang fahre. Na gut. Es ist schon spät. Also es ist jetzt 23.30 Uhr, glaube ich. Nee, ja doch. 23.30 Uhr ist es gleich. Ja. Morgen früh zur Arbeit. Ne? Ihr kennt es. Ihr kennt es. Es sei denn, ihr geht zur Schule, dann... Ja. Kennt ihr es ja trotzdem, weil Schule fängt ja auch schon relativ früh an. War zumindest damals so. Okay, da gibt's Rambazamba. Können wir da ein bisschen... Du gehörst zu uns, ne? Auf dich kann ich nicht schießen, aber... Gehörst du auch zu uns? Ich gehe mal nicht davon aus. Kann dir bitte mal jemand platt machen, dann kriege ich den Assist dafür. Jetzt muss ich da nochmal nachtreten. Hallo, kann da mal jemand bitte drauf schießen? Bitte nicht auf mich zurückschießen. Ich warte eigentlich nur, dass jemand da drauf schießt, weil ich brauche diesen Assist. Och Leute, das ist doch jetzt ein Witz, ey. Lol, ich kann nicht. Dankeschön. Musste er auch sein Rohr erstmal. Ne? Hat aber auch gedauert, ey. War da nicht eigentlich noch eine ASU oder war die kaputt? Na, ist egal. Ich hatte eigentlich gedacht gehabt, dass die ASU oder was das aber die zurückfuhr. Ich dachte, die schießt jetzt und vernichtet den. Naja. Egal. Vielleicht wurde sie selber getroffen, das kann natürlich auch sein. Musste sich reparieren oder so. Nevermind. Ich würde sagen, den Gegner drücken wir gerade ordentlich weg. Das ist schön. Ich habe ein paar Kills. Abschusshilfe. I like. Ich würde jetzt eigentlich gerne mit dem Flugzeug reinkommen, weil ich dafür die Punkte brauche. Deswegen stürzen wir einfach mal blindlings nach vorne. Ich sage, ich mag die T-34s, ne? Ich mag die echt gerne. Irgendwo da oben. Da nicht. Da ist er. Zu spät. Habe ich schon mal so auf mich aufmerksam gemacht, weil ich nur mit dem Flieger rein wollte und dann schießt keiner auf mich. Dass da hinten auch ein Panzer ist, oder ist das ein Gebüsch? Scheint ein Gebüsch zu sein. Ohne hinzugucken, wo wir hinschießen. Einfach mal blind links. Schön. So, jetzt können wir jetzt mal im Flieger nochmal rein. Ich hoffe, dass das jetzt nicht voll da hinten losgeht.
Weil ich fliege, also ich spiele den, also Flug, wie heißt das dann? Flugschlacht? Flugzeugschlacht? Luftschlacht? Luftschlacht, ne? Spiele ich eigentlich sehr selten, weil ich finde das sehr langweilig. Und deswegen level ich eigentlich die Flugzeuge halt nur, wenn ich die jetzt hier so, ne, mit reinsteige. Und dann kann das halt schon mal passieren, dass ich dann mit einem Tiger durch die Gegend fahre und dann mit so einem Doppeldecker nur hinterher fliege. Na, so ganz so schlimm ist es nicht, aber. Ich meine, die Maschine, die ist eigentlich ganz cool, aber die Bewaffnung halt her, ne, mit den 450-Kilo-Bomben. Hast du es halt schon schwieriger als jetzt, wenn du jetzt also 250 Kilo hast und außer im Luftkampf auch schon schwierig. Aber noch brauchbar, würde ich sagen, noch brauchbar. Deswegen alles immer so ein bisschen anschießen. Auf die Bäume aufpassen. Okay, Bomben sind alle daneben gegangen. Die waren auch nicht gut geworfen. Okay, da sind noch zwei Ziele. Ist einer von euch offen? Nein. Gott, oh Gott, oh Gott, das war ein bisschen verkehrt. Ja. Ne, das meine ich halt mit 50 Kilo. Ja. Hallo? Nach oben. Du sollst nach oben ziehen. Das ist halt auch bei Enlisted schon so. Diesen 50-Kilo-Bomben, da kannst du halt nicht sehr viel reißen. Also da musst du schon genau treffen. So eine 500-Kilo-Bombe oder 250-Kilo-Bombe macht das Leben einfacher. Au! Nicht den Flügel, nicht. Hi. Ja gut, mit 85 Punkten komme ich jetzt aber auch nicht weit. Wow. Na egal, spielen wir den Flugzeugschredder. Ich finde das Ding echt mega cool. Ich habe den, glaube ich, als ich den das erste Mal gespielt habe, 4 Flugzeuge und 2 Panzer weggemacht. Hat schon Spaß gemacht. Was mich an ihm auf jeden Fall stört, der 80er-Clip, der ist zu klein. Okay, erste Runde. Lief doch ganz gut. Gucken wir mal kurz drüber. Dann hängen wir noch eine zweite dran und dann ist auch schon wieder so gut wie Schlafenszeit. Ja, ein bisschen Kleingeld gemacht. Ja, guck mal, 277 Punkte fehlen halt noch, ne? Das ist gar nicht mehr so viel. Ja, wunderbar. Wir sind in der nächsten Runde. So, Map-Rotation nicht ganz so toll. Ich weiß nämlich nicht warum, aber ich mag Kalabrien nicht, die Karte. Ich bin relativ häufig hier oben bei A, B ist noch okay. Ich glaube, ich war erst zweimal bei C oder so. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Naja. Kannst du dir halt nicht aussuchen, ne? Irgendwie fahren alle immer nach A. Okay, dann machen wir uns Richtung B auf. Das macht ja keinen Sinn, wenn alle bei A sind. Ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, dass ich den Discord ausschalte, wenn ich aufnehme. Weil immer wieder ploppt dann oben diese Nachricht dann halt auf. Und das ist schon etwas nervt. Weil du guckst automatisch immer dahin und liest, was dann da steht. Dann bist du abgelenkt. Und in dem Moment, zack, peng, tot. Ich finde, das Ding sieht doch so überhaupt nicht. Das Ding sieht so schon so strange aus. Ne? Unten alles so. So Kasten, so glatt, so gerade geschnitten und dann halt ein runder Turm. Ich glaube, die haben den noch über gehabt, wollen wahrscheinlich nur den Turm testen oder so. Das könnte natürlich sein. Aber müsste ich mir jetzt auch erst reinlesen. Aber das ist ja keine Panzervorstellung hier. Aber wenn ihr euch für sowas interessiert, gerade so in War Thunder oder so, kann ich euch die Kanäle von Seras, Pulitzer und Jay Chris empfehlen. Die drei machen sehr guten War Thunder Content und die erklären halt auch die Panzer, Tipps und Tricks und all sowas. Vielleicht kennt ihr die ja schon, also ich gehe mal davon aus, die meisten deutschen War Thunder Spieler kennen den ihre Kanäle. Ähnlich wie den Kanal von Raibu.
Also da hole ich mir zum Beispiel mal relativ viel Wissen dann halt her, ne? Gerade weil ich halt jemand bin, der ja, so mehrere Spiele halt spielt und sich nicht so unbedingt auf ein Spiel konzentriert und dann übersieht man halt sehr, sehr viele Spielmechaniken und ähnliches, ne? Weil diese ganzen Sniper-Spots und was es da nicht alles gibt. Von daher kann ich euch die Kanäle nur empfehlen. Aber wie gesagt, vielleicht kennt, wahrscheinlich kennt ihr die schon. Oh. Ja, jetzt sagt mir, dass das nicht wie ein Rasenmäher klingt. Oder wenn der jetzt losfährt, das ist ein Rasenmäher. Eindeutig. Tja, was machen wir jetzt? Eigentlich müssen wir Richtung C fahren, ne? Hier sind so viele Bäume im Weg. Hallo. Ich habe Angst, davor zu fahren. Okay, wenn der Challenger schon lang wird, können wir es ja auch machen. Ja, ich brauche noch viel Abschusshilfen. Bei meinem Glück werde ich die Abschusshilfe von irgendjemandem. Flugabwehr da rumballern. Schwer in den geklickt. Okay, den haben wir erwischt. Jetzt muss nur jemand auf den schießen. Oh oh. Ja, den musste ich jetzt selber platt machen. Das wäre sonst ziemlich gefährlich geworden. Wieder so ein Breder. Oh, 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 oh Gott, der habe ich nicht gesehen durch diesen blöden Baum, ey. Mann. Na, ich war gerade richtig dumm angestellt. Noch mal mit dem Flieger? Nee, das ist zu früh. Gucken wir uns da selbst vielleicht mal ein Flugzeug erwischen. Ach, da ist doch was. Halt, nicht so schnell, hier ist 50. Was ist er denn? Alter, das Ding ist ja mega schnell. Was ist das? Ist das Superman? Halt, was habe ich da gesehen? Oh, ich dachte, das wäre ein Ziel. Okay, das ist aber definitiv keine Propellermaschine mehr. Hab dich. HE-162A kenne ich nicht, sagt mir gerade gar nichts. Aber egal, hab das Ding völlig wegrasiert. Yay! I like. So kann das weitergehen. Da ist ja noch einer. Aber ich sage, der Clip, ne? Und dann die Nachladezeit, die ist halt nicht gerade gering. Das sind ja so zwei Sachen, die ziemlich störend sind. Klar kann man ein bisschen was mit der Crew rausholen. Oh oh, der hat doch Bock. Aber nicht auf mich, das ist gut. Rede ich? Ah, verdammt.
Mann, der war leichte Beute eigentlich, ey. Oh Mist. Was hat er für einen Auftrag? Er ist noch zu weit weg. Ja, genau, komm mal in diese Richtung geflogen. Hab da ein paar Geschenke. Kannst du mal aufhören, so zu zappeln beim Fliegen? Ja, wir verlieren aber die ganze Karte gerade. Das nervt. Okay. Diesen ganzen Graffel hier im Zielkreuz ist das immer sehr schwer, das Flugzeug auszumachen. Okay, zumindest haben wir seinen Anflug schon mal beeinträchtigt. Aua, 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 aua. Du musst hochziehen. Geschieht gerade sehr viel. Wo ist denn mein Turm? Da ist er. Pass auf, wir fahren jetzt einmal mal was Dummes. Wir fahren Richtung A. Vielleicht können wir einen Panzer damit erwischen oder so. Nix, ich fahre nach A. Also ich höre doch hier noch ein Flugzeug. Da ist es doch. Den Teil nicht gesehen, von wo der geschossen hat. Ach, von da. Okay. Versteck dich ruhig. Wir müssen hier aber was treffen, ne? Ja, und außerdem, die haben so viel Flieger am Himmel. Komme ich mit meiner kleinen Möhre nicht hinterher. Und vielleicht können wir den Panther ja mal einen einschenken oder so. Das wäre nicht schlecht. Aber wir holen zumindest schon mal B und versuchen uns an A. Okay. Der Panther hatte was dagegen. Dreh den Turbo. Ah, verdammt. Wo warst du denn? Lol, der steht da mitten auf dem Feld, ey. Wer guckt denn da hin? Komm, dann fliegen wir auch noch mit dem Flugzeug. Was soll's? Die erste Runde war super. 6 Kilometer raus. Okay. Wir haben ein sehr hohes Abtier bekommen. Das kann jetzt dauern. Ja. Guck mal ins Scoreboard. Nennen wir es mal ausbaufähig. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber es sind doch schon wieder sehr viele weg bei uns, ne? Oh-oh. Oh, nö. Nicht der Bock zu spielen. Oder hat er mich nie gesehen? Doch, hat er. Oh, den hab ich aber nicht gesehen. Ach du meine Güte. So, wir hauen mal die Bomben weg. Dann sind wir ein bisschen wendiger. Ja, ihr seht, ne, im Luftkampf haben wir mit diesen Maschinen da einfach keine Chance. Aber immer ein Luckshot war noch dabei.
linke Klappe haben wir getroffen. Haha, das wird ihn jetzt beeindruckt haben. Ah, cool, wir können auch mit dem Fahrzeug rein. Ja, das ist halt das Problem, ne? Die fliegen dir halt alle davon und dann hast du auch nichts zu melden in der Luft da. Ich finde das Ding so geil. Der Rasenmäher und der Schredder. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Rasenmäher und Schredder oder so. Ja gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben so. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Mag mal einer von euch mal hier in meine Richtung fliegen? So, das wäre ganz knork. Oh, der hier. Der hat auf mich gehört. Ach, verdammt. Ziemlich stabil, oder? Nächste. Ja, komm, du kannst ja auch einen abholen. Du qualmst doch schon, ne? Kommen Sie mal her. Ich will dir noch was einschenken. Aber Mann, mein Clip leer. Oh oh. Entscheidender Ah, verdammt. Ja, okay, gut. Ich denke mal, ich konnte zeigen, warum ich diese Flugabwehr mag. Drei abgeschossene Flugzeuge. Ist jetzt nicht die ganz große Kunst, ist mir klar, aber ich fand halt, das war ganz schön doll. Verliehen für den Abschuss der letzten feindlichen Einheitenschlacht. Ah ja. Ich finde das auch ganz ehrlich, das ist so eine Sache, die ich bei War Thunder immer recht fragwürdig finde. Du hast jetzt hier eine Belohnung bekommen und bekommst dafür ganze 250 Silver Lines. Echt? 250? Also, ich möchte mich, also, ne? Nur mal so. Okay. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen da oben da. Freue ich mich immer sehr darüber. Wir haben keine Abschlusshilfe gemacht, okay. Und wie gesagt, ich würde es sehr cool finden, wenn ihr auf meinem Discord mal vorbeistolpern würdet und wir uns dort über den Weg laufen. Macht es gut. Ciao.